Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Gute Nachrichten, ich habe meine Speicherkarte wiedergefunden. Das heißt, ich kann endlich wieder vloggen bzw. diese Videos für euch machen. Heute gibt es mal ein bisschen Analyse und zwar zum gestrigen Spiel von Hannover 96 gegen Union Berlin. Und das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder auf meinem Balkon. Warum? Ganz einfach, wir haben ja gerade eine Wolke vor der Sonne, aber es wird Sommer. Ja. Das Wetter wird immer besser und es gefällt mir extrem gut. Aber darum soll es heute nicht gehen, da reden wir in anderen Videos drüber. Heute geht es um das Spiel gestern. So, und Hannover 2:0 gewonnen gegen die Eisernen, gegen Union, die ja zuletzt 6 Spiele in Folge gewonnen haben, aber nicht in Hannover. 10.000 Fans oder sogar mehr aus Berlin mitgekommen, haben den Ticketshop von 96 so ein bisschen erobert und dementsprechend gut die Südkurve gefüllt. Allerdings ist es egal, wie viele Kämpfer du mit nach Hannover bringst, weil unsere Festung nimmst du nicht ein. Das einzige Team, was bisher in Hannover gewonnen hat dieses Jahr, ist Dynamo Dresden. Ja, das war natürlich auch eine bittere Niederlage, aber seitdem ist zu Hause einfach nichts zu holen bei uns. Klar, okay, ein Punkt für Bielefeld und Sandhausen, glaube ich. Aber ansonsten ist das wirklich, wirklich schwierig. Und das haben wir auch gegen Union wieder unter Beweis gestellt. Ich habe vor der Partie ehrlich gesagt kein Gefühl gehabt. Ich wusste nicht, gewinnen wir das heute, verlieren wir das heute, spielen wir unentschieden, wie sieht das auch mit Breitenreiter, wie sieht das auch mit den Spielern, mit der neuen Formation, mit dem neuen Spielsystem, mit anderen Spielern in der Startelf. Aber zu meiner großen Überraschung lief das alles relativ gut. Und dazu kommen wir gleich. Erstmal Ausgangslage, 15:30 Uhr. Nee, Quatsch, wir sind ja nicht in der Bundesliga. Ha, vielleicht nächstes Jahr wieder. 13 Uhr Anpfiff, wunderschönes Wetter in Hannover. 20 Grad, Nordkurve komplett unter Sonnenbestrahlung, gefühlt 30 Grad. Dazu, ja, relativ windstill, schwül, definitiv auf dem Platz. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das unangenehm war für die Spieler. Aber, naja, erstes Spiel für Breitenreiter. Held ist ja schon ein bisschen länger da, aber das erste Spiel für Breitenreiter mit Held zusammen. Testspiel gegen Schalke haben wir 3:1 gewonnen und auch dieses Mal ist es ja wieder erfolgreich gekommen. Die Startaufstellung, keine großen Überraschungen, muss man sagen. Abgesehen davon, dass Anton nicht in der Startelf stand. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch angeschlagen war oder so, aber Breitenreiter hat ihn später erst eingewechselt in der Schlussphase. Ich meine, für Füllkrug wäre es gewesen. Füllkrug, die nächste Überraschung, dass der in der Startelf stand, das erste Mal seit Ewigkeiten, oder Stendler hat kein Vertrauen gehabt, beziehungsweise Stendler hat kein Vertrauen ihm gegeben und dementsprechend war es ein bisschen, ja, überraschend, dass der jetzt in der Startelf stand. Doppelspitze mit Martin Harnik, was auch ganz gut funktioniert hat. Rechts hatten wir dann selbstverständlich unseren Felix Klaus, dahinter Oliver Sorg, zu dem wir auch noch kommen, Bakalotz, Schmiedebarauer 6 und links Edgar Pripp, Linksverteidiger Mikko Albornoz. Und das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, gegen 1860 München, finde ich geil. Klar hat Stendl damit angefangen. Ja, Stendl hat zuerst, jetzt bei seinen beiden letzten Spielen, entschieden, ja, man könnte ja Pripp und Albornoz mal zusammen auf die Seite stellen. Pripp ist gelernter linker Mittelfeldspieler. Albornoz ist gelernter Linksverteidiger, aber hat einen sehr großen Offensivdrang. Die beiden auf die linke Seite zu stellen, ist perfekt, weil die im Tandem funktionieren. Der eine geht mit nach vorne, der andere geht in dem Moment gleichzeitig mit nach hinten. Die überlaufen sich gegenseitig, die arbeiten beide mit nach hinten und sind nicht wie beispielsweise Basé, egal wie sehr ich ihn mag, oder Klaus, die nicht mit nach hinten arbeiten und das einfach nicht so drauf haben. Und irgendwie auch nicht das Positionsspiel haben defensiv. Dementsprechend hat das sehr, sehr gut funktioniert. Innenverteidigung, Hübner und Sané, vielleicht auch ein bisschen überraschend, wie gesagt, dass Anton nicht gespielt hat, aber haben es sehr solide gemacht. Sané ab und zu mal wieder mit seinen gewohnten, ich sag mal nicht Unsicherheiten, aber seinem gewohnten Fürlefanz, den er da verzapft hat, aber war alles in allem solide. Dicke, dicke Chancen gab es für Union eigentlich nicht. Ich glaube, die größte Chance war die Hereingabe von Hedlund, nachdem Polter sich gegen Sané durchsetzen konnte, was aber auch nicht gefährlich war, weil der Abschluss direkt geblockt wurde. War nicht mal ein Abschluss, wurde in der Mitte einfach rausgezogen. Ja, am Ende hat Skripski nochmal einen Schuss, der wurde aber auch abgeblockt und sonst vielleicht Skripskis Versuch in der ersten Halbzeit, der ein bisschen über die Latte ging. Aber sonst kam nicht viel von Union. Die Defensive stand sehr stabil, was man bei Hannover in den letzten Monaten nicht so oft gesehen hat. Hat mir sehr, sehr stark gefallen und gerade die linke Seite, Albornoz und Pripp, die haben auch nach dem 1:0 im Besonderen unglaublich gut funktioniert. Das war wirklich krass. Das war die beste Leistung, die ich seit Ewigkeiten von den beiden gesehen habe. Pripp ist ja bei mir sowieso immer ein bisschen in der Kritik. Albornoz mag ich sehr gerne, hat wenig gespielt in den letzten Monaten. Aber das gestern, das war, der ist technisch so stark für einen Linksverteidiger. Hat das so gut gemacht, das hat super funktioniert. Rechte Seite, Klaus hatte wieder einen seiner nicht so starken Tage, hat einen guten Abschluss gehabt in der zweiten Halbzeit. Aber er ist nicht in der Form der Hinrunde, er wirkt auch nicht mehr so spritzig. Oliver Sorg hat für seine Verhältnisse ein richtig gutes Spiel gemacht. Problem bei dem ist immer noch das Stellungsspiel so ein bisschen defensiv und dass der einfach, er ist klein, er ist relativ bullig, aber das hilft ihm nicht, weil er so klein ist und er ist halt langsam, er ist echt nicht schnell und das ist gerade gegen solche Spieler wie Skripski oder Hedlund sehr, sehr unvorteilhaft. Aber er hat an sich trotzdem ein gutes Spiel gemacht, gab jetzt keine großen Probleme. Bakalotz und Schmiede waren im defensiven Mittelfeld auch solide gewesen, Schauner hat eine unaufgeregte Partie gespielt. Kommen wir mal zur Offensive, weil die ist wichtig. Füllkrug und Harnik. Harnik hatte den ersten richtigen Abschluss für 96, der war auch sehr, sehr schön, muss man sagen, mit links, ein bisschen ja, parallel zum Tor, aber war auch ein spitzer Winkel. Und Füllkrug hat geackert. Ihm ist nichts gelungen eigentlich,
Aber dann ging's los und dann kam sein Tor. Und das war ein stark gespielter Angriff. Da hat Klaus den Ball wunderbar in den Lauf von Hanek gespielt mit dem Kopf und ordentlich Wucht. Und Hanek hat die Übersicht. Pripp wäre auch da gewesen, aber Füllkrug, obwohl er kein Selbstvertrauen haben sollte, man sieht einfach, der liebt diese Stadt, der liebt diesen Verein und der wollte dieses Tor unbedingt und knallt das Ding drauf. Mesenhöhler kann ihn nicht richtig abwehren. Ja, und es steht 1:0 für 96. Sehr, sehr geil. Hat mich extrem gefreut, natürlich jeden im Stadion, aber mich im Besonderen für Füllkrug, weil der es einfach verdient hat. Der Jubel danach, ein bisschen Muscleman-mäßig, sehr, sehr schön. Und das Selbstbewusstsein hat sich dann auf die ganze Mannschaft übertragen, denn danach waren wir das klar bessere Team. Von Union kam nicht, es ist auch uns allen alles gelungen plötzlich. Union ist nicht wirklich was gelungen. Bis zu dem Zeitpunkt waren sie gleichwertig, da hat das Spiel keinen Sieger verdient, aber nach dem 1:0 war Hannover so viel besser. Direkt nächster Standard, Ecke reingebracht in die Mitte, Sané springt unterm Ball durch, Ball prallt gegen den Kopf von Kreilach und von da ins Tor, Eigentor durch den Kroaten, 2:0 für uns und damit war die Partie durch. Danach kam nämlich von Union wirklich, abgesehen von den ganz, 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 ganz letzten Minuten, nichts mehr. 96 hätte eventuell noch ein bisschen mehr die Konter ausspielen können oder allgemein ein bisschen mehr Zug zum Tor zeigen können, hat mehr rumgetrickst und ja, auf Zeit gespielt, als wirklich abzuschließen. Karaman hat noch einen guten Versuch gehabt, beispielsweise eingewechselt, aber das war trotzdem mega stark. Weil man hat nicht mehr viel zugelassen, man hat die hergespielt, man hat sie richtig vorgeführt, teilweise auf Außenbahn, alle zwei Kämpfe so gefühlt für sich entschieden, schönes Kombinationsspiel gezeigt und auch wenn kein 3-0 mehr gefallen ist und kein Kantersieg das Ganze war und auch sicher noch nicht alles geklappt hat und alles gut war, war das gerade nach der Führung definitiv ein richtig schönes Spiel und ein verdienter Sieg auch für 96 und so muss es weitergehen. Es kommen jetzt richtig schwierige Wochen, wir haben den Anschluss an Union hergestellt, sind jetzt ein Punkt in der Tabellenspitze. Ob Stuttgart und Braunschweig heute gewinnen, ist die große Frage. In der englischen Woche haben wir ein schweres Spiel, aber zu Hause, und das ist das Positive, gegen Nürnberg. Und das wird, denke ich mal, eine sehr, sehr spannende Geschichte, aber die sollten wir für uns entscheiden können. Füllkrug wird besonders motiviert sein wieder und ich glaube, das könnte ein Vorteil sein. Nürnberg hat jetzt gewonnen gegen Karlsruhe, relativ skandalös, so wie ich das mitbekommen habe, relativ glücklich. Aber die werden natürlich auch Bock haben gegen uns, haben das Hinspiel gewonnen. Allerdings müssen wir uns auch dafür rächen und wir wollen ja oben dran bleiben. Und dafür müssen wir siegen gegen Nürnberg und ich glaube auch, dass wir das schaffen können. Ich wechsle mal eben die Kamera an hier, weil sonst schläft die andere gleich ein. Ja, danach geht's am Freitag nach Würzburg. Auch keine leichte Partie, weil Würzburg ist ein kleiner Club. Die spielen die zweite Liga bisher relativ solide. Seit, ich glaube, Dezember oder so sind sie in einem minimalen Formtief und gewinnen einfach gar nichts mehr. Jetzt auch zuletzt gegen Bielefeld durch ein bitteres Eigentor durch Junior Diaz. War gestern deswegen zuletzt, ist eigentlich Schwachsinn. Ja, die Frage ist, kann 96 ist in solchen Spielen meistens nicht so gut. Hat man gegen Karlsruhe auch gesehen, diese kleinen Gegner, St. Pauli, also klein, ja, die weiter unten stehen, die sind nicht so, dass sie uns liegen. Die großen Gegner liegen uns besser. Ich meine, klar, Hinspiel haben wir gegen Union verloren, gegen Stuttgart haben wir gewonnen, gegen Dresden haben wir auswärts gewonnen, was auch nicht leicht ist. Dazu haben wir gegen Braunschweig unentschieden gespielt, in Braunschweig. Das sind schon alles Indizien dafür, dass es gegen große Teams besser läuft, weil wir da nicht unbedingt das Spiel machen müssen und wir eine Kontermannschaft zumindest im weitesten entfernten Sinne sind. Also wir mögen es zumindest zu kontern. Und ob das gegen Würzburg klappen wird, ist die Frage. Man muss es sich anschauen. Ich denke, wir haben die spielerische Klasse dafür, in Würzburg zu bestehen. Aber das wird ein Freitagabendspiel, das wahrscheinlich ausverkauft sein wird unter krassen Bedingungen. Und ich bin extrem gespannt, wie das wird. Ich werde es mir anschauen, genauso wie gegen Nürnberg. Und hoffe, dass wir da 6 Punkte holen können, um mit 9 Punkten aus der englischen Woche rauszugehen. Und dann wirklich schon sehr, sehr gut dazustehen für den Aufstieg. Natürlich, Braunschweig und Stuttgart spielen auch noch, Union hat auch noch 2 Spiele. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, dass wir, gerade weil wir Braunschweig und Stuttgart noch zu Hause haben und da, wie gesagt, das ein Spiel verloren haben, gute Chancen haben auf den Aufstieg. Und ich denke, dass mit Breitenreiter, auch wenn ich es immer noch schade finde, wie Stendel gehen musste, dass Stendel gehen musste, ich glaube, Breitenreiter ist doch eine recht gute Option, ja. Und ich glaube, dass der mit Horst Held in Kombination sehr gute Arbeit leisten wird. Und es war spielerisch schon mal deutlich, deutlich besser gegen Union als in allen Spielen zuvor, ja. Es muss wieder, unter Stendel war das kurzzeitig mal so, dieser Tiki-Taka-Fußball. Nicht im Tiki-Taka-Sinne, aber halt einfach direkter Fußball. Nicht nur langes Geholze, schöne Kombination, das können die Jungs, die haben dafür die technischen Fähigkeiten und ich bin mir sicher, dass wir das auch in die Tat und auf den Platz bringen können, wenn es denn ja, der Gegner zulässt. Aber, das ist auch noch eine ganz wichtige Sache, wir dürfen uns nicht vom Gegner abhängig machen. Hätten wir uns von Berlin abhängig gemacht, von den kranken Fans, die wirklich heftigen Support gezeigt haben, mit ihren 10.000 Mann aus Berlin angereist, dann hätten wir verloren, weil die Stimmung in Berlin oder bei Union ist momentan besser als bei Hannover. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Mannschaft bezwungen, den Tabellenführer, die seit 6 Spielen umgeschlagen waren, die Eiserne mit den Fans im Rücken. Und dann können wir jeden schlagen. Aber die Mentalität und das Wissen muss einfach in den Köpfen der Spieler sein. Und ob das die nächsten Spiele da ist, ist die große Frage. Aber wenn, dann sieht es gut aus. Und ich hoffe, dass es gut aussehen wird. Ich werde mich nach dem Spiel gegen Nürnberg melden. Und dann werden wir mal schauen, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ob wir denn tatsächlich die 3 Punkte gegen den Club holen können. Beste Grüße an Badeschlappen an dieser Stelle. Ja. Bin ich mal gespannt. Hinspiel
mit Burgstaller. Rückspiel ohne Burgstaller, dafür mit einem gut aufgelegten Füllkrug und Harnik. Es könnte auf jeden Fall interessant werden. Gut, das war's dann auch von diesem Video. Schreibt mal eure Meinung zum Spiel von Hannover gegen Union Berlin in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Glaubt ihr, 96 steigt auf? Glaubt ihr, dass Union aufsteigen wird? Und ja, wie seht ihr allgemein die Entwicklung bei 96? Und glaubt ihr, dass Breitenreiter der richtige Mann ist? Auch wenn es in einem Spiel natürlich schwer zu beurteilen ist. Ja, ich verabschiede mich auch gleich selber ein Spiel. Hoffentlich gewinnen wir das. Und wir sehen uns dann am Dienstag wieder mit dem nächsten Vlog. Und zwar dann zum Spiel gegen Nürnberg. Bis dahin, passt auf euch auf, habt einen guten Start in die Woche. Macht's gut, haut rein. Und ciao.